So, liebe Leute, willkommen zurück. Der nächste Anruf kommt. Entschuldigung, Sir. Dachte, Sie sollten davon erfahren. Es gab wieder einen Selbstmord. Oh. Sieht aus, als hätte einer der Häftlinge Rattengift gegessen. Dr. Hurst ist bereits unterwegs, um das zu bestätigen. Oh nein, nicht Henry, oder? Und seine Tochter, das Bild von seiner Tochter, ist es gemein. Ist das gemein, Henry? Und Dr. Wurst, was sagt er dazu? Badass. Das ist hart. Ist sie nicht das Schönste, was du je gesehen hast? Oh, da ist er doch. Ah, alles klar. Könnte durchaus sein. Alles cool. Gut. Es ist nie zu spät, sein Leben zu ändern, Sir. Ha, haben wir es geschafft, ja? War ja sehr, sehr cool. Was kommt jetzt? Ah, nächster Anruf. Ich denke, wir haben hier viel erreicht. Wir haben den Häftlingen etwas gegeben, auf das sie hinarbeiten können und das sie antreibt, so weiterzumachen. Sie können hier bleiben und uns dabei helfen, die ersten Häftlinge durch die Bildungs- und Arbeitsprogramme zu schleusen, wenn Sie möchten. Ich glaube, ab sofort kommen wir alleine klar, wenn Sie gehen möchten. Klicken Sie das Polaroid in Morgens Zelle an. Erweitern Sie das Gefängnis auf 120, soll ich es machen? Nee, muss ich ja nicht, ne? Wo ist denn eine Morgens Zelle? Das wieder hier drüben? Na, jetzt würde ich ja schon ganz gerne mal langsam ein eigenes Gefängnis bauen. Mit meinen eigenen Ideen. Gucken wir doch mal, was passiert, ne? Aus der Patsche, Kapitel 5. Uiuiui. Nachrichten wieder mal. War nicht gut letztes Mal. Heute in CNDC News. Ein Sonderbericht über die Zustände in unseren Gefängnissen. Es ist inzwischen 2 Jahre her, dass die Belagerung von Alchemico so viele Leben forderte. Darunter auch das von Geschäftsführer Charles Wallace. Heute erfahren wir von führenden Experten, ob ich seit jenen tragischen Ereignissen etwas geändert hat. Alles klar. Als erstes schalten wir live in eines der ältesten Gefängnisse des Staates, das vor kurzem zum Abriss freigegeben wurde. Jetzt live, nur auf CNDC News. Aha. Sieht doch fit aus. Leer. Danke, Sarah. Dieses Gefängnis hat einige der berüchtigsten Verbrecher des gesamten Landes beherbergt. Das kennen wir doch. Das war doch unser erstes. Doch nun werden seine Mauern niedergerissen, um von einem neuen Gefängnis komplett ersetzt zu werden. Oha. Hier hinter mir sehen Sie, dass die Baumannschaften bereits eingetroffen sind und die Abrissarbeiten begonnen haben. Bei mir ist der Bürgermeister der Stadt, Calvin Heller. Vielen Dank, Mr. Heller, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Ist mir ein Vergnügen. Mal wieder der Heller, den kennen wir doch schon. In der Vergangenheit waren Sie ein entschlossener Fürsprecher einer härteren, disziplinierten Gangart in Gefängnissen. Warum reisen Sie jetzt eine Anstalt ab, die so lange für diesen harten Weg stand? Das Gefängnis selbst und sein Betrieb sind inzwischen veraltet. Wir haben uns entschlossen, es durch eine komplett neue Anstalt zu ersetzen. Eine mit modernen Richtlinien. Dieses Gefängnis war vor ein paar Jahren in den Nachrichten als eine der letzten Hinrichtungsstätten des Staates. Ja, stimmt, haben wir ja gebaut. Haha. Haben wir auch die beiden Bücherregale reingesetzt? Ja, und das Klo ist auch noch so. Das haben wir sogar gespeichert. Ach so, mein Abflussrohr auch. Saugut. Es gibt Organisationen, die schon seit langem Kampagnen gegen die gesetzliche Todesstrafe führen. Werden Sie deren Wünschen entgegenkommen oder wird es auch einen neuen Hinrichtungstrakt geben? Das wird noch geprüft, aber wir machen uns die Entscheidung nicht leicht. Vielen Dank, Bürgermeister Heller. Zurück ins Studio. Hier sind die CNDC News, live zum Zustand unseres Strafsystems. Nach der Pause wird sich uns Dr. Walter Hurst anschließen, ein Spezialist für Häftlingspsychologie und Rehabilitation. Aha. Nanu? Ich möchte Ihnen zu Ihrer Berufung zum Geschäftsführer gratulieren.
Das ist eine Chance, ein Neustart. Oh! Ist ja alles leer hier. Ist alles abgerissen. Sie haben komplette Handlungsfreiheit, mehr oder weniger. Mehr Gefangene, höhere Rückfallquoten. Vor Ihnen liegen viele Herausforderungen. Krass. Jetzt darf ich hier mein erstes Ding bauen. Was den Todestrakt angeht, reißen Sie ihn ab oder behalten Sie ihn und benutzen Sie ihn. Es liegt ganz bei Ihnen. Wenn Sie nicht wollen, übernimmt jemand anderes diese Aufgabe. Boah, ist jetzt nicht so einfach, ne? So einen Todestrakt mal eben wieder instand zu setzen. Was die Ziele angeht, so gebe ich Ihnen dieselben wie Ihrem Vorgänger. Gewinn, Rückfallquoten, Kapazität. Wie Sie das erreichen, liegt in Ihrem Verantwortungsbereich. Ein letztes noch. Der vorherige Geschäftsführer Charles Wallace hat einen Brief hinterlassen, den er allen neuen Gefängnisarchitekten zukommen ließ. Darin sind einige gute Ratschläge, könnten sich lohnen, einen Blick reinzuwerfen. Boah, krass. Okay, ich könnte jetzt auf den Grundmauern natürlich ein neues ersetzen oder aufsetzen, ne? Okay, krass. Kurzpause. Was mache ich mit dem Gefängnistrakt da hinten? Was macht man damit? Zieht man den ab oder lässt man den? Oh, ich tue mich jetzt echt ein bisschen schwer. Ich würde mal sagen, ich lasse mal den Raum so stehen, baue aber die Sachen ab, die da drin sind. Also die Räume leere ich. Wo haben wir das denn mit den Räumen? Objekte, hier. Irgendwo war das mit den Räumen leeren. Gibt's gar nicht. Räume, Material. Innenbereich ausräumen. Genau so. So machen wir das. Wir räumen einfach mal den Innenbereich aus und dann können wir uns später immer noch darum kümmern. Aber das ist heftig, ne? Jetzt dürfen wir direkt loslegen. Okay. Viel Zeit haben wir da nicht. Brief lesen der Geschäftsleitung. Das würde ich sagen, hebe ich mir alles für eine neue, frische Folge auf. Weil das wird ja jetzt mein erstes, eigenes, komplett selbst aufgesetztes Gefängnis. Also zumindest innerhalb der Kampagne noch. Bin mal gespannt, wie das läuft. Schauen wir mal. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Euer Bergi.